Hallo, seid gegrüßt. Heute mal ein kleines Video zum China Wireless Handrad. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht und habe da mit Raketenwissenschaft letztendlich das Handrad zum Fliegen gebracht. Aber wie einige wissen, ich habe die Linux Version 2.8 installiert, also sprich das offizielle Image installiert, und wenn man dort die Dokumentation anschaut, stellt man fest, da ist ein Treiber von Haus aus mit dabei, der solche China Wireless Handräder theoretisch akzeptiert. Und darum geht es heute. Ich möchte einfach mal probieren, dieses 4-Achs-Handrad mit dem 6-Achs-Treiber im Linux CNC 2.8 zu verheiraten, beziehungsweise das Handrad dort mal ohne großen Aufwand zum Fliegen zu bringen. Ja, dann viel Spaß mit dem Video. Okay, fangen wir mal an. Ich habe die virtuelle Maschine gestartet mit dem offiziellen Image 2.8. Und ich starte jetzt mal mit der Linux-CNC-Seite, denn ich zeige euch mal, wo der Treiber beschrieben ist. Denn das ist wichtig, da stehen ja die wesentlichen Befehle oder das Doing, was ich machen muss, steht ja da drin. Also, ich gehe auf Documents und wähle mir die Dokumentation der 2.8 als HTML. Und hier unten fahre ich nach unten und kann sozusagen hier mir die Komponenten anzeigen lassen, die da inbegriffen sind. Und hier hinten sehe ich schon den Treiber XHC, WHB, 04B-6. Und wenn ich den anklicke, dann sehe ich hier auch diese komplette Beschreibung von dem Treiber. Und da ist schon ein wichtiger Punkt. Ich muss hier wieder eine Regel anlegen, damit der USB-Stick von der Berechtigung her ordentlich behandelt werden kann. Und dazu muss ich diese Regel anlegen. Ich öffne mir wieder meinen Dateimanager als sudo. Das macht es einfacher. Wähle das Wurzelverzeichnis, dann den Ordner etc. Jetzt drücke ich mal hier U, wechsle in den Ordner udev, dann rules und hier lege ich eine neue Datei an. Also ich sage jetzt mal hier china.rules, öffne diese Datei und kopiere da mal diesen Befehl hinein. Und sage mal speichern. Ihr müsst gucken beim Kopieren und Einfügen, ob diese Zeichen auch richtig übernommen wurden. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel hier diesen Dateinamen kopiere und irgendwo einfüge und jetzt hier mal zum Beispiel 99-XHC schreibe, dann fällt euch doch auf, dass dieser Strich hier oben, der kopierte, viel länger ist wie der untere. Und das kann schon zu Problemen führen, deswegen im schlimmsten Fall diese Zeile händisch abtippen. Also wirklich mit der Tastatur hier eingeben, auch im weiteren Verlauf. Das erspart viel Ärger. Also ich weiß, dass jetzt hier diese Zeichen sehen eigentlich alle in Ordnung aus. Aber bei diesem Strich, bei dem Minus sozusagen, habt ihr gesehen, das kann nicht passen. Das kann nur zu Problemen führen. Okay, also wir haben die Regel angelegt, jetzt kann man neu starten, sich an- und abmelden, so dass das auch wirksam wird. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schließe das Ganze. Ich schaue mal, ob der USB-Stick erkannt wurde. Ich habe eine virtuelle Maschine, ich muss ihn natürlich erstmal einhängen, wenn dann. Ne, er ist eingehängt. So, und da gibt es ja den Befehl LSUSB. So. LSUSB. Jetzt kommt hier Befehl nicht gefunden. Wenn dieser Befehl nicht gefunden wird, dann muss man sich etwas nachinstallieren. Und zwar diese USB Utilities, also Utils, glaube ich. So, also ihr seht hier USB Utils. Ein freundlicher Nutzer hat ja darauf hingewiesen, dass in der neuen Version, also Debian 10, nur noch dieses APT notwendig ist. Deswegen, ich versuche das jetzt immer zu nutzen, sonst habe ich immer apt-get, also apt-get geschrieben. Nichtsdestotrotz, wir brauchen dieses LSUSB, um einfach mal zu schauen. LSUSB, also das ist einfach nur ein kleines Programm, was sozusagen alle USB-Geräte ausspuckt.
Wir sehen dieses 10CE EB93. Das ist unser USB-Stick für dieses WLAN-Handrad. Das ist auf jeden Fall angesteckt. Jetzt habe ich diese Doku zugemacht. Das ist nicht gut, denn die brauchen wir, um das Handrad mal standalone laufen zu lassen. Und somit herauszufinden, ob der Treiber für dieses Handrad funktioniert. Also, ich suche mir wieder die Komponente heraus und hier gibt es einen Bereich, der heißt Standalone Usage. Also sprich, ich möchte das einfach mal so benutzen. Das mache ich. Und zwar mache ich das ganz einfach. Ich sage hier mal Hal Run. So, ich kopiere das jetzt mal nicht hier, sondern ich gebe das per Hand ein, weil hier wieder solche länglichen Striche zu sehen sind. Also load usr xhc-whb04b-6. Jetzt Leerzeichen, weil das ist ja hier ein Zusatz, also es gehört nicht zu der Komponente, minus UE. So, ihr seht, es gibt eigentlich keinen Fehler. Das Handrad ist sozusagen eingeschalten. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, es reagiert auch. Ich drehe jetzt mal hier diesen Encoder. Halt, ich muss hier eine Achse wählen. Also ich habe auf X gestellt, jetzt drehe ich mal hier den Encoder und wir sehen, es kommen zumindest die Encoder-Signale an und auch wenn ich die Achse wähle, zeigt es an X, Y, Z und dann die A-Achse. Also, der Treiber scheint zu funktionieren und wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, der rechte Drehschalter, der, wenn man den auf Lead gestellt hat, dann gab es einen Fehler, aber hier wird das erkannt. Also, die Programmierer haben das Handrad wahrscheinlich so mit integriert. Also, ich kann jetzt hier sämtliche Tasten drücken. Die Signale vom Handrad gehen über den USB-Stick schon mal hier in die Komponente rein. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen schnell das Handrad verbinden. Und ihr seht, ich habe jetzt nur die Regel angelegt und habe jetzt die Komponente mal händisch ausgeführt. Und jetzt möchte ich das Ganze mal im Linux CNC haben. Ich mache hier mal das Ganze zu und nehme meine Simulationsmaschine und lege dort als erstes mal eine HAL-Datei an. Also ich sage hier mal Dokument anlegen und sage hier mal China. Wo ist jetzt? Ah, jetzt ist weg hier. Umbenennen. Umbenennen. China Handrad.hal. Jetzt steht die hier oben. Diese China-Handrad.hal wiederum, die möchte ich ja verwenden, also sage ich hier HAL-File ist gleich China-Handrad.hal. Damit die einfach beim Start mit aufgerufen wird, trage ich das in die INI ein unter den Bereich HAL. Ja, also ihr startet wahrscheinlich hier ganz oben, dann könnt ihr hier runterfahren, bis irgendwo die HAL-Einträge kommen. Und da habe ich jetzt einfach meine neu erstellte HAL mit hinzugefügt. Okay, also China Handrad HAL ist da und da rein schreibe ich dann sozusagen den Befehl, um die Komponente zu laden. Und hier in der Hilfe, wenn ihr mal ganz nach unten fahrt, da ist auch so ein Beispiel drin für so eine HAL, also für so einen HAL-File. Ich kann jetzt hier alles nehmen, kopieren und wieder einfügen in die HAL, das könnte ich tun, aber da wird die Maschine wahrscheinlich nicht starten, weil verschiedene Pins wahrscheinlich schon mit irgendwas verknüpft sind. Für den ersten Test nehme ich nur diesen Befehl hier oben und jetzt weiß ich das ja, dass diese Striche nicht mit richtig kopiert werden, also tausche ich die mal aus gegen die wirklichen Tastaturanschläge. Also ich lösche diesen komischen Strich und ersetze ihn hier durch ein Minus. Ich speichere das Ganze und jetzt sollte theoretisch, wenn ich die Maschine starte, die INI ja diese HAL-Datei mit aufrufen und dann sollte ich die Komponente im Linux CNC ja schon sehen und ich müsste alle Eingaben zumindest in der HAL-Anzeigen schon mal erkennen können. Ich starte jetzt mal die Maschine.
gehe hier auf HAL anzeigen. So. Und gehe unter Pins und schaue mal, ob die Komponente WHB da ist. Sie ist da. Und jetzt kann ich hier in Beobachten wählen und mal zum Beispiel diese Buttons mir anzeigen. Also ich klicke jetzt einfach mal hier welche an. So, einfach so. Und jetzt drücke ich mal hier zum Beispiel die Fn-Taste. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum? Warum sehen wir nichts? Das kann gut möglich sein, dass ja, gewisse Dinge noch nicht funktionieren, einfach weil wir doch noch etwas verbinden müssen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Deswegen mache ich noch einen anderen Versuch. Ich schaue einfach mal hier, ob das connected ist. Also es ist connected. Ah, es kommen auch irgendwelche Tasten an. Aber noch nicht die richtigen. Makro 4 habe ich jetzt gedrückt. Ah, anscheinend hängt hier noch irgendwas. On, off. Okay, ich habe ja gesehen, dass die Komponente da ist. Und ich weiß aus den anderen Projekten her, dass hier zum Beispiel ganz wichtig ist, diese Zeile. Also sprich, die Komponente erfordert ein Bit, was sie sozusagen ja erlaubt zu funktionieren. Und deswegen, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kopiere hier mal alles rein und wir schauen mal, ob die Maschine startet. Also, ich kopiere das mal hier rein. Jetzt muss ich hier diese ganzen Striche suchen, ersetzen wahrscheinlich. Das mache ich mal. Also, das ist das Einfachste, was man machen kann. Steuerung C zu dem komischen Strich und suchen ersetzen. Also, wir nehmen das und sagen ersetzen durch ein Minus. Gucken. Alle ersetzen. Jetzt sind alle ersetzt. Speichern. Wir starten mal und gucken mal, ob es jetzt schon Probleme gibt. Selbstverständlich gibt es Probleme und er wird uns sagen, hier, es gibt in der INI zum Beispiel den HAL-UI-MDI-Command nicht. Die Zeilen, die werde ich jetzt einfach mal rauskommentieren. Die brauche ich jetzt nicht. Ich müsste jetzt sozusagen in der INI, müsste ich jetzt diese Sachen anlegen. So, speichern. Wir starten nochmal die Maschine und gucken, was der nächste Fehler ist. Ah, hier unten. Ich habe noch welche vergessen. So, speichern. Nochmal starten. Schauen. Immer noch. Ich habe immer noch irgendwelche MDI-Commands, die ich nicht auskommentiert habe. Speichern. So, noch ein Versuch. Okay. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das jetzt hier schon funktioniert, aber ich kann ja hier mal den Notaus rausnehmen. Ah, und ihr seht, ich kann jetzt schon die Maschine an- und ausschalten mit dem Handrad. Und wahrscheinlich werde ich jetzt unter HAL anzeigen auch mehr Informationen bekommen, wenn dieses Bit, diese Handradkomponente auch eingeschaltet hat. Also, wir schauen da nochmal hin. Buttons. Klicken einfach hier mal wieder viele solche Buttons hinein. Okay, Stopp funktioniert. Ihr seht, Fn funktioniert jetzt auch. So, jetzt gucken wir mal, ob die Makros funktionieren. Also ihr seht, dieses Maschine-Enable-Bit, also ist doch
äußerst wichtig. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das hier sehe. WHB, HUI, Maschine ist on. Also wir gucken mal nach dem Bit. HUI, Maschine ist on. Das hier. So. Jetzt ist die Maschine aus. Aber komischerweise geht es jetzt trotzdem. Wer weiß, vielleicht hat es auch einfach durch die virtuelle Maschine gehangen. Aber nichtsdestotrotz wäre es ja interessant. Ich habe hier einfach die komplette HAL genommen. Einige Sachen habe ich auskommentiert, das ist richtig. Die Frage ist ja, kann ich die Maschine jetzt schon joggen, nachdem ich sie referenziert habe? Ja, sie ist referenziert, oder? Also ich kann auf jeden Fall hier schon mal diesen Feed-Override ändern. Aber ich will ja die Maschine joggen. So, ich habe jetzt hier mal X gewählt und auf Continue, also auf Endlos gedrückt. Und ihr seht, ich kann X oder ich kann die Y-Achse joggen. Also mit diesem Beispiel aus der Hilfe, aus der Dokumentation, kann ich eigentlich relativ zügig, ohne groß irgendwas zu programmieren, schon mal die, ich sag mal, wesentlichen Funktionen. Oh, das ist ein bisschen schnell hier mit solchen riesen Steps. Also Step funktioniert auch. Ich muss wirklich hier unten mal vorwählen. Und ihr seht es jetzt hier nicht, aber diese Koordinaten, die funktionieren auch. Die stimmen jetzt auch. Also die werden aktualisiert. Ich kann das mal probieren nochmal. Also grundlegend, denke ich mal, kann man damit relativ schnell arbeiten. Also mit dieser schon eingebauten Komponente kann man zumindest, so wie in meinem Beispiel hier, dieses Vierachs-Handrad auch problemlos in Betrieb nehmen. Regel anlegen unter UDEV und dann eine HAL anlegen, wo ich diese Komponente aufrufe. Ja, und dann natürlich muss ich hier jeden Pin irgendwie verknüpfen, aber da ist ja auch die Hilfe schon sehr weit. Also ich habe hier ein komplettes Beispiel, was ich mir rüber kopieren kann. Achtung, diese kleinen Striche ersetzen durch die wirklichen Minusse. Und dann, wenn die Maschine nicht startet, einfach die Sachen erstmal auskommentieren, bis die Maschine startet. Wie jetzt in meinem Fall sind das die MDI-Commands, die ich nicht mit in die INI geschrieben habe. Das ist ja hier oben beschrieben. Also hier, damit die Buttons funktionieren, muss ich in der INI diese Sachen mit reinschreiben, damit die einfach existieren, weil jetzt sind die nicht existent und dann ist klar, wenn ich hier einen nicht existierenden PIN verbinden will, dann kommt es zum Fehler. Aber ich sag mal, grundlegend muss man sich jetzt hier keine Gedanken mehr machen über Kompilieren eines Treibers. Letztendlich kann man auf der Linux Version 2.8 sofort dieses Handrad oder auch das 6-Achsen-Handrad in Betrieb nehmen und hat sogar schon hier einige gute Voraussetzungen, um sehr schnell in den Jog-Modus zu verfallen und hier die Achsen zu joggen. Ja. Ich denke mal, der Rest ist dann relativ selbsterklärend. Okay, ich mache mich mal wieder etwas größer. So. Also, ich fasse trotzdem nochmal zusammen. Wer Linux CNC 2.8 als Image, also das offizielle Image, installiert, sich dann dieses Handrad sozusagen anschafft, den USB-Stick einsteckt und diese Komponente nach der Anleitung von Linux CNC sozusagen behandelt, der kann, ich sag mal, ihr habt es ja gesehen hier, binnen 10 Minuten hat man lockerlässig dieses Handrad so weit, dass ich damit eine Achse joggen kann. Also einfacher geht es wahrscheinlich nicht. In dem letzten Video zu dem Handrad, was ich gemacht habe, war es doch wirklich Raketenwissenschaft und das hier ist, glaube ich, für jedermann nachvollziehbar und wirklich gut umsetzbar. Okay. Ohne das jetzt noch
weiter in die Länge zu ziehen, vielen Dank an die Patreons, die mich so zahlreich unterstützen. Wenn du mich auch unterstützen willst, dann kannst du das auch tun über Patreon. Und dann sage ich an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und tschüss, bis zum nächsten Video.